Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Aus aktuellem Anlass würde ich gerne einmal über eine meiner Erfahrungen reden im Kreissaal, als ich nämlich mein viertes Kind bekommen habe, meinen vierten Sohn. Und darüber würde ich erstmal so ein bisschen berichten, wie es war, wenn eben nicht alles so ganz glatt geht und wenn es eben doch mal ein bisschen schief geht und wie, was heißt schief geht, wenn es halt keine so unbedingt komplikationslose Geburt ist und wie dann auch unterschiedlich das Personal auf einen reagiert und was so in meinem, es ist jetzt schon lange her, über das Kind, über das ich jetzt rede, der ist, oh mein Gott, wie ist der alt? 34 müsste er sein. Das ist also schon sehr lange her und natürlich im Laufe der Jahre verschwimmt auch so ein bisschen die Erinnerung, aber ich kann euch sagen, dass das eine der schlimmsten, also das nicht eine der schlimmsten, es war die schlimmste Geburt, die ich hatte und da hat auch viel leider die Hebamme mit zu tun, die mich damals betreut hatte und ich möchte euch gerne ein wenig davon berichten, warum das eigentlich alles so war und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, wenn euch dieses Thema interessiert. Erstmal einen Schluck Kaffee. Also, es war mein drittes Kind und ich habe eine Schwangerschaft gehabt, die relativ komplikationslos war. Und am Ende hatte ich dann, ich glaube, ich war so 3, 4 Tage über den errechneten Geburtstermin, die Wehen setzten ein und ich bin mit meinem Mann ins Krankenhaus gefahren. Ich war im Heidberg Krankenhaus, das ist das heutige Klinikum Nord und habe dort meine Entbindung entgegengesehen. Ich hatte schon Wehen zu Hause bekommen. Also ich gehe immer ins Krankenhaus, wenn ich regelmäßige Wehen bekomme. Das habe ich mir so zur Angewohnheit gemacht, weil sonst auch gerne mal falsche Alarm. Ja, die Wehen sind zwar sehr intensiv, gelten aber als Art Vorwehen. Und ich kenne ja meinen Körper. Ich hatte ja schon 2 Schwangerschaften vor diesem Kind und wusste so ein bisschen auf, wie sich das anfühlt und habe für mich den Gang ins Krankenhaus immer erst dann in Erwägung gezogen, wenn ich eben regelmäßige Wehen hatte. Was bedeutet, die sind bei mir immer so regelmäßig aufgetreten, einmal in der Stunde. Wer noch keine Wehen hatte, wenn ich weiß, wie sich das anfühlt, man weiß es, wenn man Wehen hat. Es ist ein sehr starker Druck nach unten. Der Bauch wird immer härter, wie so eine Art Welle. Und dann erreicht es seinen Höhepunkt von der Härte des Bauches her in den Rücken ziehend, die Schmerzen. Und dann ebbt das wieder so ab. Es ist eine richtige Wellenbewegung. Das sieht man auch auf dem CTG-Gerät. Es geht erst langsam nach oben, dann hat es so einen Höhepunkt und schwappt dann wieder ab. Das ist eine richtige Wellenbewegung. Genauso fühlt sich das auch an, aber mit Schmerzen natürlich. Ne? Ist nicht so schön alles. Und dann kannst du auf die Uhr gucken. Also es wird richtig regelmäßig. Also wirklich einmal in der Stunde, dann wird es immer weniger, alle 55 Minuten, alle 50 Minuten, alle 45 Minuten. Manchmal rutscht es sogar sehr schnell, sehr tief, alle 10 Minuten. Also wenn ich jede Wehe, alle 10 Minuten, kannst du auf die Uhr gucken, ne? Alle 10 Minuten, ganz pünktlich, nicht alle 11 Minuten, alle 10 Minuten oder alle 9 Minuten kommt eine Wehe. Und wenn das da soweit ist, alle 10 Minuten, fahre ich ins Krankenhaus, beziehungsweise lasse mich natürlich von meinem Mann ins Krankenhaus fahren. Und meistens ist es natürlich nachts. Und dann war es immer so, dass ich gesagt habe, Schatz! Und er dann gleich, hoch, was? dieses Schatz, das kann er jetzt noch im Ohr. Wenn ich nachts Schatz rein würde, dann sind bei ihm alle Alarmglocken an, ne? Der Arme. Und dann fahren wir ins Krankenhaus und dann kriegst du ja deine normale Prozedur. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja, früher war es so, dass du dann erstmal ans CTG gehst. Du wirst untersucht als allererstes. Dann kommst als erstes ans CTG, dann die frauenärztliche Untersuchung. Später wird dann eben die Diagnose gestellt. Ja, der Muttermund ist schon offen und es sind regelmäßige Wehen und die Geburt kann losgehen. Im Laufe, dann kommst du so in so ein Aufbewahrungszimmer, hätte ich was gesagt. Und bleibst in diesem Zimmer halt, auch im Kreissaal oben und darfst die Wehen sozusagen aussitzen.
Und irgendwann kriegst du dann einen Einlauf. Das war bei mir jedenfalls immer so, dass ich dann irgendwann in den Puppis einen Einlauf bekommen habe, sodass man dann auch frei ist und dann später auch die Presswehen gut ausdrücken kann. Und genau, dann geht es auch in den Kreissaal, also da, wo du dann deine Wehen und da auch deine Geburt stattfinden wirst. Im Idealfall, wenn dann einer frei ist. Bei mir zum Glück war immer einer frei und ich kam dann auch in den Kreißsaal, die Wehen wurden immer stärker. Mein Mann hat sich dann irgendwann verabschiedet, weil der musste ja auf die Kinder aufpassen, die zu Hause waren. Wir hatten ja immer niemanden, der da aufpassen konnte. Und dann war ich also alleine im Kreißsaal und die Wehen wurden immer stärker. Es war kaum auszuhalten mehr. Und ich weiß nicht, wie weit war der Muttermund, vielleicht schon 5, 6, aber diese Wehen, ne, die bringen mich jedes Mal um, obwohl es ja schon das dritte Kind war. Einfach nur schrecklich und ich kann euch sagen, auch mit dem neunten Kind, es wird nicht besser. Ja, es sind einfach ganz furchtbare, fiese Schmerzen. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist nichts schön zu reden, ja. Und auch jede Frau empfindet das ja anders. Ne? Lasst euch da jetzt nicht von mir in Ängste versetzen, wenn da welche sind, die schwanger sind. Das kann bei euch ganz anders sein. Aber bei mir sind die Wehen immer richtig furchtbar, schrecklich, ganz furchtbar, ja. Und da fragt man sich, wieso machst du dann so viele Kinder? Ja, weil ich eben Kinder gerne mag. Ja, und jedes Mal, wenn ich dieses Baby wieder im Arm halte, oh mein Gott, das ist so schön. Ja, es riecht so schön. Es ist neu geboren und es sieht uns ähnlich. Es ist ein Stück Liebe von uns beiden. Ja, es ist einfach nur wunderschön. Ja, wenn ich jetzt nochmal, wenn mein Körper und so, ich glaube, obwohl ich überhaupt gar kein Kindergeschrei mehr mag und wirklich gar keine Babys mag, aber dieses Gefühl, wenn das da aus einem rausgekommen ist, ne? Einfach nur schön. Naja, egal. Jedenfalls ist es ja nun noch nicht draußen, sondern es bereitet mir gerade furchtbare Schmerzen und ich halte sie nicht mehr aus. Ja, es ist so schlimm. Ich habe bei drei meiner Kinder, warte mal, beim ersten habe ich eine PDA bekommen, also eine Rückenmarkspritze. Bei meinem dritten Kind habe ich die bekommen und ich habe noch eine Rückenmarkspritze beim letzten bekommen. Also vier Rückenmarkspritzen habe ich bei insgesamt meinen ganzen Kindern bekommen. Bei ihm auch jetzt. Und bei ihm hat sich leider, also bei meinem dritten Kind, die Schwierigkeit ergeben, dass das Köpfchen quer lag. Also es lag nicht so zum Ausgang nach unten, sondern es hat sich so ein bisschen quer gelegt, so quasi, dass es nicht durchpasst. Ja, es müsste sich also noch mal so ein bisschen in die richtige Position schieben durch die Wehenarbeit, was es nicht getan hat. Ich drehe durch euch vor die Wehen, durch die Wehen, aber es dreht sich nicht, dieses Köpfchen. Ich habe dann die Rückenmarkspritze bekommen, was überhaupt nichts geholfen hat. Beim ersten Kind war es schon so, mir die Rückenmarkspritze geht mir voll in die Beine. Das passiert, wenn sie nicht richtig sitzt, wenn sie nicht richtig gesetzt wird, ja, oder auch manchmal als Nebenwirkung. Ich bin ja kein Arzt, leider, leider, aber wenn ich, mir wurde das so erklärt, diese ganze Rückenmarkspritze ist mir in die Beine gegangen, was zur Folge hat, dass deine Beine gelähmt sind. Du kannst sie nicht bewegen, hast aber überhaupt gar keine Schmerzerleichterung, darfst aber nicht aufstehen. Wenn du die Rückenmarkspritze bekommst, also die PDA, musst du am Tropf liegend auf dem Bett liegen bleiben, darfst nicht mehr aufstehen und nicht mehr hin und her laufen. Aber ich kann die Schmerzen nicht aushalten. Ich drehe durch, ja. Und die Hebamme, die wirklich sehr unfreundlich war, sie war unfreundlich. Klar, jeder hat Probleme und es gibt natürlich noch mehrere, die gebären, nicht nur ich und nicht alle sind nett und ich glaube auch gerade Frauen, die gebären, sind schon nicht immer sehr nett und freundlich zu ihren Hebammen, das kann alles sein, aber ich doch nicht, ne? Ich war natürlich freundlich, aber ich habe immer gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten, das machen Sie doch irgendwas, ne? Ich habe gesagt, machen Sie einen Kaiserschnitt, ich kann nicht mehr. Nein, hat sie gesagt, das ist der Kaiserschnitt, das geht nicht mehr, dafür ist das Kind schon so weit im Geburtskanal, das können wir nicht mehr machen, das funktioniert nicht, hat sie immer nur gesagt und es gab nichts, ich musste das aushalten, ist ja auch nicht, ne? Man muss es auch aushalten, wenn mein Kind kriegt das schon richtig, selbst wenn die PDA in die Beine geht, du kannst nichts machen. Sie können da nicht nochmal eine PDA legen, um das dann richtig zu machen. Es ist, wie es ist, ja. Inzwischen kann man ja auch so nachdosieren mit der Handpumpe, das war damals alles gar nicht, die PDA lag und dann hast du einen Tropf gehabt und mehr kannst du nicht machen. Jedenfalls, und ich kann euch sagen, auch das mit dem Nachdosieren geht ja nicht immer, ne? Bei meinem letzten Kind hatte ich das auch, beim ersten Mal hat es gut geklappt, ne? Beim ersten Pumpstoß und dann pumpst du, pumpst du, pumpst, aber es nützt nichts. Ne? Also es war auch da. Also PDA, das nützt bei mir immer nicht so viel. Jedenfalls beim dritten Kind war es so, es hat gar nichts genützt. Ich konnte diese Schmerzen nicht aushalten. Ich liegte auf dem Bett
Und die Hebamme kommt nicht. Ich drücke auf den Knopf. Ja, aber sie kommt nicht. Ja, ich rufe und ich schreie, aber niemand kommt. Und ich bin vom Bett. Ja, ich habe diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten. Ich bin vom Bett gesprungen, obwohl ich ja kein Gefühl mehr in den Beinen hatte. Ich bin da so ein bisschen zusammengesackt, aber ein bisschen Gefühl hatte ich schon, dass ich jetzt nicht gleich hinfalle. Und dann hing ich da auf dem Bett. Ich hatte inzwischen alle Kabel rausgerissen durch das Aufstehen und hing alles raus. Oh, die Hebamme fand das gar nicht gut. Sie hat schon, oh, was machen Sie denn? Das dürfen Sie nicht. Sie müssen wieder rauf und all sowas. Ne? Also es war schon, das war schon nicht so nett, die Hebamme. Ne? Also ich bin froh gewesen, dass nachher zur Austreibungsphase eine sehr nette Hebamme kam, die mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Feingefühl mit mir auf einer Ebene war, hat mich sehr gut begleitet. Also Leute, natürlich, es gibt im Kreißsaal nette Hebammen, es gibt weniger nette, es gibt auch doofe Hebammen, es gibt gute Ärztinnen. Oh, ich habe so nette Ärztinnen gehabt und ich habe solche, die kannst du einfach nur, ne, es gibt alles auf dieser Welt, leider. Auch bei in der Ärzteschaft und Hebammenschaft gibt es eben gute und schlechte, wie überall in jedem Berufsfeld der Fall. Aber da hatte ich leider Pech. Ich habe wirklich die ganze Zeit, und es war nicht wenig an Zeit, was ich mit dieser Hebamme verbringen musste. Sie hat nichts falsch gemacht, sie hat auch nicht, aber sie war schon wirklich nicht nett, ne? Also auch der Tonfall manchmal, ne, alles andere als freundlich und wo du denkst, Mensch, du musst mir doch netterweise Zuspruch geben, du musst mir doch Mut zu sprechen, aber also mitnichten, ja, es war wirklich eine unfreundliche Hebamme. Aber danach war eine sehr freundliche Hebamme, ein sehr netter Arzt oder Ärztin, ich weiß gar nicht mehr, ein Arzt war das meistens. Ich glaube, ich hatte nur einmal eine Ärztin, ja, es war ein Arzt. Haben alles versucht, aber sie können ja auch nichts machen. Die haben auch gesagt, ne, das Kind ist die Geburt ist gleich, das dauert nicht mehr lange, aber es dauerte doch immer noch lange, ja. Es hat dann, weiß ich, auch noch mal eine Stunde gedauert. Aber dann ging es los, dann ist dieser berühmte Druck von der Hebamme auf meinem Bauch passiert, was immer schon dafür spricht, dass es jetzt rauskommen muss, weil die Hebammen drücken dann oft noch so richtig toll auf den Bauch, damit das unten rausrutscht, ne. Und dann weiß man immer schon, kann nicht mehr lange dauern. Und dann Alhamdulillah hat es aber doch noch ein bisschen Komplikationen gegeben, weil der Kopf lag quer, ja. Die haben dann natürlich auch noch eine Sonde an den Kopf gemacht, um das Kind zu überprüfen. Das wurde auch ein bisschen knapp und ein bisschen knifflig, sodass sie mit der Sauglocke nachhelfen mussten. Also hatte ein bisschen Schwierigkeiten, der Junge. Und dann haben sie mit der Sauglocke an seinem Kopf versucht, ihn rauszuziehen. Auch das war mega schwer. Es war nicht einfach. Alhamdulillah, Chok Shukür, ist alles gut gegangen. Das Ding war aber, er hatte nachher einen Kopf wie ein Ei und der war total blau. Der sah aus wie... es gibt so eine Zeichentrickserie, die haben so richtig langgezogene Kopf. Es war ein richtig langgezogener Kopf durch diese Sauglocke. Total blau, dieses Kind, ja. Also ich habe echt Angst gehabt, als ich das in meinem Arm hatte, dass da alles in Ordnung war. Aber das war die schwierigste Geburt mit einer sehr unnetten Hebamme. Das kann man schon nicht anders sagen. Ja, aber sowas gibt es und da wollte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, ja, man kann Glück haben, das alles sehr liebevoll und bei meinen anderen Schwangerschaften, das war wirklich nur einmal, dass ich da so eine Hebamme hatte, ausgerechnet da, wo ich vielleicht die Hebamme gebraucht hätte, die am nettesten war, aber das war, oh mein Gott, also ich erinnere mich nur noch ganz furchtbar, also sowohl an die Geburt als auch an diese Hebamme. Ja, jedenfalls, sonst war immer alles gut. Es waren nette Ärzte, es waren nette Hebammen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, schlecht behandelt worden zu sein. Natürlich hat man manchmal das Gefühl, dass sie nicht so wirklich Ahnung haben. Also was heißt nicht so wirklich Ahnung haben? Sie halt noch unerfahren sind, weil sie selbst neu sind oder Assistenzärztinnen. Ich gucke auch immer, wenn ich irgendwo behandelt werde im Krankenhaus, gucke ich als erstes auf dieses Schild, ja, steht da Assistenzärztin oder Arzt drauf oder steht da Facharzt drauf. Das muss man auch, damit man auch weiß, also wenn das ein Assistenzarzt ist, dann hat der noch Lernbedarf, dann weiß man das noch nicht alles. Dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen selbst auch nachfragen, noch mal vielleicht einen richtigen ausgelernten Facharzt noch mal dazu rufen lassen. Das mache ich jedenfalls das allererste, wo ich drauf gucke, Assistenzarzt oder Facharzt, dann weiß ich, woran ich bin. Das ist, glaube ich, immer anzuraten. Aber ansonsten, wie gesagt, war immer alles nett, immer sehr kompetent, immer sehr höflich und freundlich. Und ich war ja dann auch schon
da bekannt wie ein bunter Hund. Ja, man kannte mich dann ja schon. Da, die Leute, die da, ich bin immer im selben Krankenhaus, bis in der ersten Schwangerschaft, da war ich im Universitätskrankenhaus Eppendorf, wo wir da in der Nähe gewohnt hatten. Aber ansonsten war ich immer im Klinikum Nord und wirklich immer sehr zufrieden. Ich würde immer wieder ins Klinikum Nord zurückgehen, wenn ich ein Kind gebären müsste. Aber das ist ja jetzt leider oder zum Glück oder wie auch immer ad acta liegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.